Weil ich das Video letztes Mal verpasst habe, nur auf Englisch gemacht habe, beziehungsweise das Deutsche nicht richtig aufgenommen wurde, mache ich das jetzt in sehr kurz Variante. Und zwar geht es darum, warum ich glaube, dass das Allerbeste ist, Bäume oder Fruchtbäume, aber eigentlich jeden Baum aus dem Kern zu ziehen. Und zwar will ich gar nicht darauf eingehen, was die andere Methode sind, wie Pfropfer oder aus dem Wurzelstock oder im Topf vorziehen, sondern ich meine wirklich, warum man den Samen von einem Apfel oder von allem eigentlich, von wo man immer den Samen nehmen sollte und den direkt, wo dann später für immer wachsen wird, in die Erde stecken sollte, weil der Apfel praktisch dasselbe hat, eigentlich fast wie ein, oder jeder Kern hat dasselbe wie ein Mensch, also hat wie eine Art Kindheit, in der er sich anpasst und Umwelt Einflüsse aufnimmt, also er hat das, was praktisch jeder Kern von seinem Erbgut ausdrückt, also welche Eigenschaften, das hängt nicht nur mit den Eltern zusammen, sondern allermeist mit den Umständen, Zuständen, in denen er aufwächst. Und das fängt praktisch schon an, ab dem Moment, wo er in der Erde ist. Also er spürt, wie viele andere Samen da sind, wie feuchte Boden ist, wie viel Regen, wie viel Boden lebe, wie viel Niederschlag, wie viel Sonne an den Ort kommt, wie viel Sonne in Zukunft an den Ort kommen wird, weil die anderen Bäume so und so viel wachsen werden. Das heißt, und all das lässt ihn dann praktisch und führt dann dazu, welcher Teil des Erbguts, das die Eltern und alle anderen Bäume, von denen er abstammt, zur Verfügung stelle, welches davon er ausdrückte. Da gab es in Russland ganz einfache Versuche, wo man zum Beispiel einfach nur Bäume in Wind gestellt hat oder in den Windschutz oder in gute Erde oder schlechte Erde und dieselbe Same haben halt einmal zu viel dornigere und Bäume in kleinere und saure Äpfel geführt, im anderen viel stärker zu große Äpfel und ausladendere Bäume und so weiter. Das heißt, wenn man glaubt, dass es nur mit Mendel zu tun hat, hat man sich gewaltig geirrt. Also das heißt, nur die Erbinformationen machen, was da rauskommt. Das heißt, wenn die normale Orte, wo man Pflanze züchtet, darauf achten würde, in welchem Zustand, mit welcher andere Pflanze zusammen es wächst, wie gut der Boden ist, all diese Dinge, all diese Bedingungen, ob der Baum, also verschiedene Bäume, wie bei Zyntropik, also es sind zyntropische Landwirtschaft, das aufnimmt, verschiedene Bäume haben verschiedenes Menge an Licht und Arten von Licht, die sie brauchen. Manches wolle ganz oben sein und 100% Licht, manche wolle praktisch durch von anderen Bäumen gefiltertes Licht, also sind halt hochlichtbedürftig oder weniger oder startet zu bestimmte Tageszeit. Und je idealer das ist, desto besser kann jeder einzelne Baum ausdrücken, weil er praktisch je idealer die Bedingungen sind, desto mehr Energiekraft hat der Baum, die er dann wiederum in Wachstum oder gesundes Wachstum und natürlich auch die Früchte stecken kann. Das heißt, deswegen ist es so interessant herauszufinden, was wirklich die ideale Bedingung oder die ideale Partnerpflanze für jeden Baum sind. Wann welcher Baum, also ein Apfelbaum wächst nicht einfach aus einer nackten Erde raus. Da müsste vielleicht, welchen Standpunkt in der Abfolge hat dieser Baum? Welches Lichtbedürfnis, welche Bäume hat er gern neben oder über sich wachsen, welche gern unter sich in diesem ganzen Gefüge, das ich vielleicht auch gerne noch erklären würde in einem Video über Syntropics, nimmt der Baum ein. Und ich glaube, wenn man darauf achtet, dann könnte man wirklich auch Früchte, die jetzt noch sauer oder so schmecken, deutlich verbessern und auch andere Früchte, die man jetzt schon gern esse, also ich glaube zum Beispiel, dass ein Apfel viel, viel besser schmecken kann als alles, was ich mir bisher kenne. Weil die meisten Äpfel, die wir kennen, einfach ganz künstlich, bei denen er ganz künstlich, weil diese Bedingungen alle nicht beachtet wurden, sondern die einfach nur in eine Reihe aufeinander
geklebt in voller Sonne mit Chemikalien auf dem Boden und keinem Bodenleben und keinem System und keine Tiere, einfach praktisch verwahrlost wurde. Deswegen musste man mit, muss man da mit künstlichen Vorkehrungen künstlich die Süße oder die Säure anheben. Wenn eigentlich, ich glaube, dass eine wirklich gute, natürlich gewachsene Frucht wirklich wenig Süße braucht, wie zum Beispiel eine Brombeere hat nur 4-5% Zucker im Vollreifezustand, aber so viele Geschmacksstoffe, weil sie noch recht natürlich wächst, also ich rede von einer wilden Brombeere, dass sie einfach nicht viel Süße braucht. Das heißt, für mich ist das wie die Süße, ist eigentlich nur so ein Grundbaustein, den es braucht, damit man schmeckt, aber das, was man eigentlich schmeckt, sind ganz viele kleine, ich weiß nicht, ob es Vitamine, aber ganz viele kleine Geschmacksstoffe und Mineralien, die zusammen dann einen intensiven Geschmack ergeben, der weit darüber hinausgeht, was einfach nur was sehr Süßes oder sehr Saures oder Sauersüßes ist. Also ich glaube, ich freue mich richtig, wenn ich das mal in einem mittleren, größeren Stil machen kann und sehen kann, ob das so stimmt, weil ich finde es sehr logisch. Und freue mich riesig daran zu forschen, wie man für jeden einzelnen Baum die Bedingungen verbessern kann und was dann alles für Geschmäcker es dann alles geben würde und alles schmecken können.